Muss ziemlich eisig sein hier oben auf dem höchsten Leuchtturm im Schneegebiet. Die Luft wird dünn für Mario, aber auch für Wut Bowser, den wir heute wieder verkloppen werden. Da, Hand drauf. Hatte ich schon im letzten Part gesagt, aber es kam so viel dazwischen und die drei Katzen, die vermisst wurden, die haben uns ein bisschen auf die Folter gespannt, wie dem auch sei. Gibt's hier noch was zu entdecken, bevor ich leichtfüßig runterspringe? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ja, hier ist eine Kleinigkeit. Aber wie soll ich das denn kriegen, Mann? Eine Röhre. Stark! Junior, wir sind stolz auf dich. Das nehmen wir doch mit. Feine Sache. Ja, brotlose Kunst, die Münzen. Wir freuen uns an Münzen, oder was? Wie sehe ich denn aus? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen Münzen, ja. Zeig mal ein bisschen Würde. Ja, weiter unten habe ich noch diese kleinen Katzenmünzen gesehen. Deswegen würde ich dahin gehen, laufen, schweben, fliegen, tun. Gleiten. Den richtigsten Begriff vermutlich nicht direkt gebracht. Und das ist der erste. Ich bin sehr verwirrt. Okay, dann pass auf, dann gehen wir... Hä, das kann gar nicht sein. Was sollen denn hier noch Münzen sein? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Wir versuchen hier weiterzugehen vielleicht? Ja. Gut. Ein Riecher enttäuscht mich nicht, ne? Ich hab nicht umsonst so einen großen Zinken. Obwohl, so groß ist er gar nicht. Ich kenne definitiv Leute mit größeren Zinken. Das schwöre ich euch aber. Wo steckst du? Du Münze, du. Geht's irgendwie rein oder warum lauert ihr hier? Nicht da oben? Ja, hier ist was. Also dafür, dass nur so eine kleine Münze ist, relativ gut versteckt, ne? Relativ gut versteckt. Epic, epic. Ansonsten, auf den ersten Blick sollte sich hier nicht sehr viel mehr verbergen. Jetzt regnet's. Er kann's halt auch nicht sein lassen. Er kann's halt auch nicht sein lassen. Ich meine, ich muss jetzt auch nicht immer rauszögern, aber... Ja, ich tu's. Jetzt die Blessy-Geschichten, die haben wir auch freigelegt. Juhi. Schön, dass Blessy immer Bock hat. Alter Schwede. Ist mir total egal, ob der wütet oder nicht. Ich mache erstmal mein Ding, ja? Gut. Das Kolosseum. Hau. Hua. Hua. What? Der kommt hier hin? Was jetzt? LOL. Ich krache in den Reihen. Ach so, nee, weil ich die Insignie habe. LOL, was wäre denn sonst passiert? Ja, das findet Markus witzig, da muss der Markus lachen. Aber keine Bange, wir werden den nächsten großen Bereich beginnen. Was ist denn da? Ja, was denn da? Ich glaube, da waren wir sogar. Da musste man mit dem Schlüssel rundherum hochlaufen, ja, ja. Das haben wir soweit. Stellt sich nur noch die Frage nach Extra-Aufgaben. Zum Beispiel... Irgendwas fehlt in der Propellerfestung noch, aber sonst sind wir durch, Alter. Sonst sind wir... Was ist das denn? Sind das Gegner oder was? Vermutlich.
Yay, wir reiten und platschen und planschen und schwimmen und kraulen. Eigentlich paddeln wir nur. Ja, lang genug im eisigen Gebiet gewesen. Es war eine Freude, es war ein Spaß, es sieht gut aus. Mal gucken, ob wir jetzt noch sehen können, was als nächstes kommt. Blaue Münzen oder Kamek-Kämpfe oder ich weiß auch nicht. Irgendwas fällt denen immer ein. Jo, das hier. Alternativer Weg auf Zeit irgendwie so. Jawohl. Ja, das juckt mich ja nicht. Ich kann trotzdem da hochkraxeln, oder nicht? Alter, was? Ja, wie gesagt. Hä, wohin? Shit. Wie soll das so schnell gehen? Ja, gut, ich probiere es gerade nochmal und dann auf regulärem Weg, aber... ist trotzdem ein straffes Zeitlimit. Okay. Direkt mal jeden Millimeter auskosten. Nee, ich denke, ich muss ja sowieso erstmal da hoch, um überhaupt da drauf zu kommen, oder nicht? Bleib direkt unten. Kann ich nicht? Hey, kann ich nicht! Katzen im Schnee. Geht so, ne? Katzen lieben Wärme. Katzen lieben auch Schnee, aber Katzen lieben vor allen Dingen Wärme. So. Go this way. Na, was? Was wollen die eigentlich? Hä? Wait a second. Was schnall ich nicht? Okay, ich weiß es. Ich weiß es. Tut mir leid. Hat Klick gemacht. Was sagt Bowser? Er hebt sich schon langsam wieder. Das könnte vom Timing sehr gut passen. Jetzt hab sogar ich geschnallt und weiter geht's. Das macht die Sachlage natürlich ein bisschen einfacher. Ja, fast schon lächerlich einfach damit. Alles andere wäre auch ja wirklich zu knapp gewesen. Lol. Gegen die Zeit, Flug durch den Frost. War das alles hier oder? Oder wie sieht's aus? Also irgendwas gibt's hier noch, aber... das dauert doch ein Sekündchen offensichtlich. Wir werden uns schon rüsten, ja. Es kommt zum großen Duell. Und dann, jo. Action, Leute. Kriegt er aufs Maul. Ich rechne auch damit, dass es um einiges schwieriger wird. Lassie, wir müssen. Du weißt wo lang, ne? Aufi! Immer der Nase nach, 12 Uhr, Süd-Südwest, Nordost-Süd-West-Südost, Nord-Südwest. The time has come, Leute. Ich hab euch doch geholfen, Mann. Hier kommt wieder Riesenkatzen-Mario. Da ist sogar der Pegel sehr stark ausgeschlagen, wenn ich sage, Riesenkatzen-Mario! Hilfe. Ich hoffe, das hört sich nicht zu bescheuert für euch an. Vermutlich schon. Yeah, guck dir diese Mähne an! Frisch gestriegelt und jetzt komme ich! Der hat schon einen Haufen Energie verloren durch die... ja, da so oft abgewehrt wurde von den Shines. Muss ich die Seite erwischen? Ganz genau so. Ein bisschen was wie vom Galaxy 2. Nee, Galaxy 1 Endbosskampf. Auf die Wampe los. Ja, aber ich würde mich nur interessieren, ob wir rausfinden, was das für eine
Suche ist, die Bowser da irgendwie noch böser gemacht hat. Und wo die herkommt und warum die plötzlich hier war und so weiter. Wird das noch erklärt? Sag mir nicht, das war's. Ein Schlag und er gibt auf? Was? Quatsch. Es scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. War ich gar nicht glauben, dass er wieder abgehauen ist. Ich meine natürlich, Papa ist der Beste in allem. Klar weiß er, wann es Zeit ist, sich zurückzuziehen. Diese Gigaglocke ist schon wieder voll mit diesem dunklen Zeug. Wir brauchen mehr Katzeninsignien. Vielleicht finden wir welche versteckt auf den Inseln, die wir schon besucht haben. Lass uns nachsehen. Was? Habe ich irgendwas falsch gemacht oder so? Was? Was denn passiert? Was? Gerade ich nicht. Ich dachte, ich habe es richtig gemacht. Jetzt ist wieder so weit weg. Da hinten ist jetzt wieder was aufgetaucht. Da können wir uns damit kurz beschäftigen. Wenn so das weite Wasser rausgehe, dann sollte Plessy gleich aufploppen, wie bei... Ich spiele privat Sea of Thieves, okay? Wenn du da auf dem offenen Meer bist, kommen auch die Meerjungfrauen und bringen dich zurück. Ans Schiff, auf zauberhafte Art und Weise. Jetzt sehe ich da unten noch Wutblöcke, also seit wann? Na gut, ich habe die Wutblöcke schon direkt nicht gefunden gehabt. Ja, das wird ein bisschen blöd, ne? Hier die Wutblöcke erledigt. Ja, vor allen Dingen. Irgendwas stimmt da nicht. Habe ich schon zu viele Sterne dafür Insignien gesammelt. Grazil. Schatten Luigi. Grazil. Ich weigere mich, ihn Wutschatten zu nennen. So wütend sieht der Luigi nicht aus. Nee, nee, nee. Okidoki. Da würde es das Sinnvollste sein, wenn ich jetzt hier auf die nächste Bowser-Ladung warte. Das kann sich noch ein bisschen ziehen. Für euch also ein Schnitt, ne, Blessy? Du bist das erste Opfer. Du bist auf dem Präsentierteller, glaube ich. Also gut, dann bis gleich. So. Diesmal hat es sich gezogen wie Kaugummi. Man hätte sich schon fast denken können, es sind 5 Minuten, habe ich jetzt auch geklärt. Hättest du die Güte? Hier bitte. Da bin ich. Blessy, Entdeckung. Ja, das wird ja jetzt dumm. Jetzt muss ich ja nochmal 5 Minuten warten. Aber er nimmt weiter Schaden. Was macht seine Energieleiste überhaupt? Ja, schon. Ach, komm schon. Ich hab den ja so schon fast besiegt. Ja, musste sein. Dann würde ich sagen, gehe ich schon mal zur Giga-Glocke und warte noch weitere 5 Minuten, die ich euch rausschneide. Und dann werden wir uns ihm entgegenstellen. Und ich hoffe, dass es diesmal klappt. Was weiß ich. Guten Morgen! So, weiter geht's. Wie gesagt, kein Peil, was eben nicht geklappt hat, aber... keine Ahnung, jetzt machen wir es besser. Eigentlich hatte ich ihn erwischt und er ist weggefallen, aber... don't know. Hab dich schon erwartet. Mit einer mickrigen Energieleiste ist doch kein Ding, ist doch kein Problem. Bin ich irgendwie in eine ganz komische Ecke gekommen oder so? Weiß ich auch nicht. Okay, in seiner Tinte kann ich mich außerordentlich schlecht bewegen.
Ich habe zwar Riesenkatzen-Mario verloren, aber noch nicht die Schlacht. Ich kann das aber nicht refreshen. Das ist schade. Ich kann das auf ihn werfen. Wie geil. Auf. Gut nicht, dass es jemals geklappt hätte. Gib mir das nochmal. Oh, ich habe ihn hindern können. Mit der Stampfattacke können wir es jetzt beenden, oder? Als ob! Okay, das ist... Das läuft nicht schön, bin ich ganz ehrlich. Aber das war's jetzt aber. Sieht doch genauso aus wie eben, oder nicht? Nee, nicht ganz. Gut, das wurde jetzt unterm Strich ein unschöner Bosskampf. Weil mir scheinbar die Mittel fehlten, nachdem ich Riesenkatzen-Mario verloren hatte. Tja. Aber egal, das Ergebnis zählt. Da geht er down! Ich erwarte auch, dass es von Mal zu Mal schwieriger wird, dass er sich mehr wehrt, mehr Energie hat. Beim nächsten Mal wird es bestimmt noch wilder. Hey, check das mal aus, das dritte Gebiet. Vulkanisch, ja gut. Vulkanisch oder Krawanisch, das ist hier die Frage. Was hat ein Bowser Jr. noch zu sagen? Ach, Menno, und ich dachte, er würde sich dieses Mal endlich zurückverwandeln. Ich meine, natürlich war ja klar, dass er es nicht zurückverwandelt. Schließlich wehrt niemand einen Angriff von Mario so mühelos ab wie mein Papa. Komm, wir müssen irgendwie diesen Wasserfall hinaufklettern und noch mehr Katzeninsignien finden. Zeig her. Oh, das ist alles. Okay. Fast schon schade. War zu erwarten, aber ich hatte trotzdem noch mehr Hoffnung gehabt. Wie dem auch sei. Legen wir einfach mal los. Anscheinend kommen wir hier in die richtige Richtung. Ja. Heißt es, wir haben zwei Drittel des Spiels? Ein bisschen schade wäre das schon. Da wartet man so lange auf neuen Nintendo-Content, hat nur so kurz Spaß. Okay, ich hab mich... Oh Gott. Ja, gut. Das sehen wir uns auch fürs nächste Mal. Aber was mich am meisten... frage, du musst ja... Nachdem du ihn... Also, wenn wir jetzt zur letzten Schlacht kommen, weil wir zum Beispiel 50 Insignien brauchen oder so. Und klatschen ihn dann. Du musst ja noch irgendwie die 100% holen können in Form von... Bowser-Blöcke zerstören. Kommt er dann vielleicht gar nicht mehr oder so? Da weiß ich halt nicht, wie soll ich das noch lang herauszögern oder möglichst schnell erledigen? Weil man dann vielleicht die Fähigkeit hat, jederzeit die Bowser-Blöcke zu zerstören, weil Baum oder so. Wenn du vielleicht Bowser steuern kannst, wie in Odyssey so ein bisschen, das wäre cool. Und wenn er sich ganz doll anstrengt, kann er sogar in seiner normalen Form diese Wutblöcke zerstören. Andererseits, dann wären es nicht Wutblöcke. Guck mal, das ist eine Katze, muss ich mir schon mal merken. Eine Katze auf dem Steg. Wo soll ich denn lang? Ist ich jetzt hier überall? Ach, die roten Punkte zeigen an, wo man zuletzt war. Das sieht so spannend aus. Lass uns doch hier beginnen. Gutgetriebeinsel. Wollen wir doch mal sehen. Gutgetriebe-Sache. Ob der Schwierigkeitsgrad beständig steigt?
dann sollte das hier eine Challenge werden. Wäre zumindest ganz cool. Können wir auch eine Bombe hier drauf schmeißen, damit alle Blöcke aufgehen? Das hätte Stil. Okay. Dann nicht. Hohohoho! Hohohohoho! Nee, ja, toll, lol, egal. Was jucken mich die Münzen, ganz ehrlich? Die haben keinen anderen Zweck. Oder? Ich sehe keinen anderen Zweck für die Münzen. Ich kann mir vorstellen, dass ich leichte Sachen übersehe. Bowser Jr. Kritzeleien oder so. Explodier. Der explodiert gar nicht so. Der ist nicht gezündet. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Hier könnte ich mir vor allen Dingen diese blöden Katzenmünzen, die bezeichne ich als blöd, weil man die schnell übersehen kann, okay. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie irgendwie hier in der Ecke rumlungern. Das wäre eigentlich schade. Aber gut. Versuchen wir es erstmal lebendig. Hier kommen bestimmt später blaue Münzen und sowas. Prädestiniert auf jeden Fall. Wir müssen das Abenteuer noch genießen, das wird mir jetzt klar. Dieses Abenteuer, das geht keine 10 Stunden, es geht nur um die 3. Obwohl wir mehr als 3 Stunden rausgeholt haben, sind wir mal ehrlich. Wie konnte das geschehen? Wie konnte das denn geschehen? Dass du so viel Zeit daraus holst. Okay, ich spüre meine Bomben. Wäre noch irgendwas drin oder so. Falsch gedacht. Sag mal. Misch dich nicht in meine Bombenangelegenheiten ein. Da werde ich ganz krantig. Witzig ist ja auch die Tatsache, dass wir... Dass die Katzenmünze, die ich eingesammelt habe, ist die dritte. Die erste, die ich bekommen habe. 4? Hier. Dass sie auch alle Fell haben, ne, die Piranha-Pflanzen. Ein bisschen wie bei Yoshis Dingsbums World. Yoshis Crafted World, weil alles da so aus Stoff war. Nicht Wolle, nee. Wenn ihr euch die ganz genau anschaut, dann seht ihr, die Pflanzen sind flauschig. Da sieht man's gut. Flauschige Pflanzen. Warum? Das ist auch eine berechtigte Frage. Oh, how about no? Muss ich jetzt ganz unten anfangen? Faire Checkpoints, faire Checkpoints, faire Checkpoints, bitte. Bitte. Be nice, be fair, be checkpoint. Echt jetzt? Schnitt. Naja, gut. Meine Befürchtung ist wahr geworden. Ich sehe da hinten, eine Münze, dann checken wir das so mal aus. Ja, vielleicht eine gute Sache, dass wir uns in Ruhe auf die Suche nach den Münzen machen können. Hoffen wir doch mal, das ist die erste. Das ist die zweite schon. Und die anderen bleiben auch gespeichert. Lustig. Suchen wir die dritte, die erste als letztes. Wozu? Alles da. Jetzt ran ich das erst, warum da so ein Ding übrig blieb. Ich hab da nur auf die... Ach, auf die anderen gezielt. Warum da so eine Säule übrig blieb. Das war ja eine ganze Wand. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Gut. Gut, feine Sache.
Und jetzt? Ich vielleicht besiegen? Schon geschehen. Yeah, Schmusekatzen spielen mit dem Ball. Woo. So weit, so gut. Hat ein bisschen was von Mario 64, immer erstmal an die oberste Position der Welt kommen. Dafür einen Schein, Schrägstrich, Insignie abstauben und dann den Rest drumherum auch mal begutachten und Besuch erstatten. Kann ich von hier oben vielleicht sehen, wo noch eine Insignie ist? Oder so ein Dingsbums? Leider nicht auf Anhieb, oder? Ich bin blind. Das ist natürlich auch immer möglich, dass ihr das seht, was ich nicht sehe. Aber ich sehe das. Das muss was Gutes sein. Ja gut, das Inventar ist voll bis auf die Megaglocken. Ist nicht Zeit? Oh, der braucht noch. Ja, vermutlich, weil wir wieder am Anfang unserer Karriere sind hier. Oh, pass mal auf. Pass mal auf hier. Finger hier an, Nash. Also muss hier auch irgendwo am Anfang Münze Nummer 1 liegen. Guck mal an. Guck dich doch genauer um, du Dödel. Cool. Vielleicht hier drin? Hätte Stil? Hätte Stil gehabt? Dann nehme ich die unsinnigen Münzen doch einfach mal mit. Ach so. Ach ja, guck an. Für Münzen gibt es irgendwann auch wieder ein Power-Up. Okay, ja, lol. Richtig, für Münzen gibt's auch Power-Ups. Ich peile schon ein bisschen, aber ich erkenne nichts. Hier die Ecken nochmal abfrühstücken. Da vorne war ja schon die zweite. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt kommt er natürlich. Da steht er, der Peter. Direkt mal abschrecken hier. Also gerade eben sahst du noch nicht so aktiv aus. Ich glaube, ich werde von dem träumen. Er hat so schönes, gülden, glänzendes, rotes Haar. So, warte. Ui, machst du das schon fertig? Machst du die Blöcke schon kaputt? Das wäre supi. Guck mal hier. Wunderbärchen. Wunderbärchen, mein Gutester. Juhu! Ja, ich wollte doch pennen. Dieser Moment, wenn du nachts an dein Handy gehst, das hat die Beleuchtung noch zu hoch aufgedreht. Ja, das wird der Bowser's Fury Part der Schnitte. Aus Ladezeiten geboren, aber auch aus Suchaktionen nach Katzen und ähnlichem. Was überhaupt hier in diesem Part die Katze? Fragt mich nicht. Ich möchte aber auf jeden Fall die letzte Insignia noch haben. Also die deine Katzenmünze, die passt doch hier super ins Gemüse, so rein von der Thematik. Vielleicht sollte ich hier die Bäume eventuell absuchen. Wo ist das Ding? So, ich glaube, ich habe das Ding gefunden. So geht das. So, hier ziemlich tief an diesem. Okay, Leute. Die Wolke habe ich nicht kommen sehen. Geschafft. 5 Katzen in Siegner Stücke, wie auch immer. Ja,
ich glaube. Das wäre jetzt eine runde Sache. Wie komme ich denn hier am besten wieder weg? Gar nicht. Ich wüsste wie. Ja, der Part ist ein bisschen geschnippelt, deswegen bin ich mir auch nicht aware über die Partlänge. Ich sag einfach mal danke fürs Anschauen und dabei gewesen sein. Ja. Reißt euren Daumen aus und gebt ihn mir. Und bis zum nächsten Mal bei Bowser's Fury. Wir sind im letzten großen Gebiet anscheinend. Aber das wollen wir noch weiter genießen. Also schaltet wirklich ein. Ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich auf das Spiel und auf euch und auf eure Kommentare. Und auf alles. Freude. Einfach Freude. Bis dann und ciao.